Okay. Ne, jetzt weitermachen schlägt er da aus. Also muss ich eher wieder zurückgehen. Hab den Luftzug gespürt. Wenn ich jetzt da wieder rüber gehe. Können wir eigentlich. Ah. Aber das Gefährliche, das vordere ist da. Ich merke das. Dass dieses Dings ist da. Aber ich weiß nicht, schlägt es jetzt nach da? Oder schlägt es. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Puh, das war noch. Puh. Das war gerade so noch, fand ich. Puh. Okay. Muss ich jetzt hier wieder zurück? Oder kann ich doch noch eine Stufe weitergehen? Eigentlich da, aber schon. Über die Hälfte. Sagen wir ja, über die Hälfte. Oh. Geradeaus würde ich. Ah, aber ich glaube, ich kann geradeaus gehen. Oder da und dann da rum. Ich weiß es nicht. Es ist so. Schwierig. Ich hoffe, es ist auch das Letzte. So, wir sind hier. Eins. Zwei. Komm, von der zwei sind wir. Oh, sorry. Das habe ich falsch. Habe ich das falsch versetzt, glaube ich. Ich habe bloß, glaube ich, falsch versetzt. Ja, stimmt, aber beim ersten ist das ja gar nicht. Die sind eigentlich hier. Ja, und dann sind daneben eigentlich noch mehr Versetzte. Also von hier nach darüber. Drei. Glaube. Mann. Ja. Und da muss ich so. Ich bin davon da. So. Also ich bin davon. Ach Mann. Von da, da. Also. C2, dann da. Angenommen, dann bin ich da, glaube ich, wieder zurück. Weil es dann ging das. Dann muss ich ja wieder zurück, genau. Dann muss ich davon da. Ich glaube, von denen wieder zurück. Ob ich jetzt. Ach Mann, das ist so kompliziert. Ob ich jetzt geradeaus gehen kann. Hier. Aber ich würde meinen, es geht, weil er haut jetzt vorne. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das auch abkriege, wenn ich dann. Aber ich glaube nicht, wenn er nach vorne das macht und ich zu mir zur Seite, dann würde ich das noch gehen. Da wird würde es eigentlich auch gehen. Ist aber die Gefahr, weil er dann aus. Ich mache es aber vorne. So. Puh. Er ist jetzt. Ist ich aus. Okay, dann kann ich ja jetzt eine nächste Stufe gehen. Hör diesen an. Der ist auch noch aus. Also könnte ich da noch da gehen und da. Oder, oh, oder geradeaus. Oder links. Das ist jetzt nochmal eine schwieriger. Ich will jetzt nicht, wo ich das jetzt noch fast geschafft habe. Die sind auch beide aus. Die sind beide an. Also kann ich es ja versuchen. Weil er wird wahrscheinlich nur bis da schaffen oder bis da schaffen. Oder ich mache nach da und gehe da so rum. Aber ich weiß es nicht. Ich versuche es jetzt einfach da. Okay, ich habe es gemerkt. Okay, er macht das doch. Also ich könnte darüber springen. Aber dann wird er zuschlagen, glaube. Weil er macht das jetzt gerade so. Also springe ich jetzt wieder hier rüber. Nicht nah genug. Oh. Dann würde ich eher sagen, darüber. Ja. Und darüber. Und darüber. Oh. Ja. Gerade so noch geschafft. Ich fand das.
Echt crazy. Das stand gar nicht auf dem Plan eigentlich. Und plötzlich. Oder war es doch Wir er brauchen eine gewesen, Axt. als weil ich der Tom eigentlich gar nicht. Oh, Mist, jetzt brauchen wir so eine Axt, ne? So ein Teil. Das ist so ein Teil. Kommt das so ran? Nein. Okay. Das passt schon eigentlich ganz gut, finde ich. Nein! Warum verdreht er das schon wieder? Hä? Da macht er schon wieder dreht er das. Du bist doch verarscht. Oh, was zur Hölle? Das ist unfair. Das ist ja echt crazy. Der mittlere und innere Teil bewegen anscheinend den äußeren Ring. Ja, danke. Dass du das noch mal gerne erzählen willst, mir. Das ist richtig schön. Okay. Hä? Nee, okay, dann nicht. Dann ist das nicht das. Das ist so. Den Außenring will. Du bist schon weit. Aber schön, dich zu sehen, Shiva. Also, bringen wir es hinter uns. Jawohl. Siehst du? Ich sag doch, es ist gefährlich. Verletzt? Um eine Würde. Das hätten wir. Hoffentlich Wasser. Natürlich. Damit sind's drei. Weißt du, du bist ziemlich gut als Schatzjägerin. Ich lerne schnell. Eine Frage noch. Ich schätze, du könntest so ziemlich alles tun, was du willst. Warum willst du Schorlein unbedingt zurück? Ernsthaft? Mein Partner hetzt meine Männer gegen mich auf. Mein Lieutenant verschwindet mit dem Kopfgeld. Nathan und Samuel Drake kommen ungeschoren davon und du fragst, wieso ich Shoreline zurück will? Ja. Ich hatte die Verantwortung. Es war meine Verantwortung.
Womit spielst du da eigentlich ständig herum? Mein Anti-Stress-Spielzeug. War nach dem Umzug nach Australien plötzlich in der Post. Okay, wir gehen besser weiter. Nicht, dass Asaf uns noch überholt. Ab zum Auto. Weißt du, ich hab's auch schon ein paar Mal verbockt. Also doch, das war doch der Turm. Ich weiß auch nicht warum, aber das war alles dann so ein bisschen... Jetzt müssen wir doch direkt dahin. Ja, dann haben wir alles geschafft. Gehen wir zurück zum Wagen. Ja, danke, dass du das mal sagst. Geh zurück zum Wagen. Komm, zeig mal den Weg. Du weißt es bestimmt. Ja, dir weiß es. Die kluge Frau. Abkürzungen sind immer gut. Zum Glück müssen wir nicht den gleichen Weg zurück. Ich hätte dir beim Ausweichen geholfen. Ach so. Oh, gleich ist. Dann kann ich sie mal runterspringen dann. Ja, geh weiter. Was ist los? Okay. Das ist lauter. Hey, falls du dich noch irgendwo umschauen willst, solltest du das jetzt tun. Okay. Haben wir doch. Ich will jetzt nicht nochmal. Aber das, was ich doch jetzt will, ist das Handy. Doch noch Foto gemacht. Okay. Zwei? Naja, egal. Achso, von zwei Turm. Schau mal, ich glaube, dass dein knallharter Ruf dir diesen Job besorgt hat. Und du könntest das Geld sicher gut brauchen. Da hast du nicht unrecht. Weißt du was? Eigentlich nett zur Abwechslung mal mit einer Frau zu arbeiten. Es stimmt. Es gibt nicht viele von uns. Wir sind da, wir müssen durch den Tunnel wieder. Ich muss durch den Tunnel, durch die Brücke durch wieder. Durch den ersten, die erste Brücke, die da ist. Durch. Also ich muss Da komme ich gar nicht durch, also muss ich doch andersrum. Wieder, dass ich da runterkomme. Merkwürdig. Damit ich da wieder den Weg finde, da runter. Und dann hoch. Da war ich schon wahrscheinlich. Dieser eine Waffenhändler wollte den Boss sprechen. Als ich ihm sagte, dass ich das Sagen habe, wollte er aussteigen. Ah, oh, was hast du gemacht? Ihm beide Beine gebrochen. Oh, das ist kein Witz. Ich wollte mich nur dem Niveau anpassen. Oh, leg dich nicht mit Ross an. Das sollte ich auf meine Visitenkarte schreiben. Kannst du nicht einfach aufhören, einen Schlussstrich unter Shoreline ziehen? Ich wurde da reingeboren. Ich habe keine Wahl. Oh, man hat immer eine Wahl. Ja, Kapitel 4 wird dreiteilig. Herzlich willkommen. Den ich jetzt noch nicht gesagt habe. Das ist jetzt der dritte Teil. Von Kapitel 4. So muss ich gucken. Ich muss jetzt eigentlich links. Jetzt richtig? Oh, nee. Ja, irgendwie ist die Karte direkt das Gegenteil von dem, was ich im Kopf habe. Doch, hier lang. Und dann irgendwie hoch. Das geht gerade noch so. Wie schön das geworden? Das freut mich. Okay, wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir eigentlich hier hoch. Hier hoch? Doch, hier hoch. Und einfach wieder zurück. Eine Brücke? Ja, das ist eine Brücke. Okay. Ja, das ist eine Brücke. Da können wir jetzt rüberfahren. Und ich habe die Hälfte. Ja, die Hälfte.
Au. Warte, jetzt müssen wir. Das ist eine Platte. Ich verarschen? Ich dachte, man kann hochfahren. Okay, warte. Jetzt mache ich was anderes. Ich versuche jetzt einfach hier hochzukommen. Das müsste gehen. Schon da. Hm. Da ist es ja schon. Mal los. Wollen wir? Bin direkt hinter dir. Ja. Aber wir fahren noch ein bisschen mehr. Also dann, los geht's. So. Wir haben auch bald Kapitel 4 auch geschafft. Atemberaubend. Danach ist wahrscheinlich Kapitel 4 zu Ende. Und diese Wirbel aufschreiben mal mit diesem Spiel ist. Jahre. Vielleicht crazy. Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Sehr schön. Weil wir haben wieder einen Hebel, sehe ich da an der Seite. Das auch. Genau, nach dem Kapitel wurde sicherlich zur Feier ihres melde ich mich dann in ein paar Tagen wieder. Nein. Was, haben sich offenbar tapfer geschlagen. Genau, das haben sie. Wahrscheinlich jetzt noch dann. Leider war es nicht von Dauer. Das hochladen. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Da Teile wahrscheinlich. Das Bild kommt mir bekannt vor. Von Kapitel 4. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Mhm. Und was bedeutet das? Weiß ich noch nicht. Ja, dann lass uns doch benutzen. Aber ich würde sagen, wir probieren das mal. Hallo? Andere Seite oder was? Wollen wir tanzen? Versuch es diesmal nicht. Frechheit. Was zum Teufel? Das öffnet sich. So gefällt mir das. Okay. Ja, da können wir unser Auto nicht mitnehmen. Bereit? Ja. Ich, genieß nur den Augenblick. Okay, es ist immer noch Kapitel 4. Aber vielleicht wird es gleich Kapitel 5 geben. Ich weiß es nicht, aber dieses Mal ist es Kapitel 5. So schließt es sich für. Tschö. Oh mein Gott. Oh, warum gehe ich hier nicht weiter? So. Ja, vielleicht ist jetzt ein neues Kapitel dran, vielleicht. Ich merke das, glaube ich, schon. Willkommen im Stadtkern von Hallebeet. Hm. Jetzt sind wir letzten im Kern. Urort von Ganeshas Stoßzahn. Spektakulär. Von dieser Stadt. Hm. Was? Sieht es nicht aus, als wäre da ein Damm oder so zwischen den beiden Ganesha-Statuen? Vielleicht vom Wasserfall weggespült. Und wie kommen wir dann rein? Moment. Ja, sieh dir die Krone an. Das war keine Erosion. Du hast recht. Vielleicht war das ein Wachturm? Bestimmt kamen so die Perser rein. Ich habe von diesem Ort schon so lange gehört. Und jetzt sehe ich ihn mit eigenen Augen. Mach doch ein Foto. Und schick es deinem Dad. Tolle Idee. Was? Sag bloß, du kannst keinen Computer bedienen. Dann mach ein Foto und zeig's ihm persönlich. Nein, es ist nur ein paar Jahrzehnte zu spät dafür. Dazu ich. Oh,
Oh Gott, bitte nicht. Alles gut. Wollen wir jetzt nach Hallebit? Ja. Komm. Ja. Super. Ja, liebe Leute. Jetzt die große Schlacht. The Great Battle. Genau. Genau. Ich mache jetzt. Das ist wirklich echt. Ein Foto eigentlich gerne machen. Irgendwie gibt es kein Foto, gibt es keine Perspektive. Ich kann wirklich ein schönes Foto machen. Arbeit steht noch. Warum nicht? Oh aber Mann. Sie sind weg. Ihr König hätte mit dafür seiner Hilfe besser sein Foto machen und dann nicht so ein gutes Ziel abgeben soll. Wenn man hier einen Cut machen kann. Aber ich werde hier so ein. Wenn ich. Egal. Also sollte ich einen Cut machen. Wir können ein Foto machen schauen. Aber vielleicht gleich. Vielleicht hier raus. Warum immer noch kein Foto machen kann. Echt? Oh. Wo ist sie hin? Och nee. Sag nicht. Du bist jetzt da runtergesprungen. Ach toll, du hast eine Klappe da unten gefunden. Deine Idee, wie wir zur Krone kommen? Hast du den Helikopter dabei? Zu Hause vergessen. Mist. Dann klettern wir wohl. Dann klettern wir wohl, ja. Hier drüben. Wir können rüberschwingen. Okay. Bereit? Ja. Oh. Glück. Ah, geht das oder? Ich überlege gerade, ob man das. Also leider auch. Das ist so ein. Das ist ja kein. Foto machen kann. Naja. Da wirst du leider drauf verzichten. Und jetzt? Such einen Weg hoch. Sieh aber mal. Hier. Endlich. Den Wasserfällen etwas gebaut. Oh, du hast recht. So, jetzt haben wir ein Foto gemacht. Jetzt werde ich hier auch einen Cut machen. Leider. So. Das war's, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr einfach dran gewesen seid bei Kapitel 4 und mir durchgestanden habt, dass ich das doch noch gut geschafft habe in drei Teilen, kann man sagen, was wir uns schaffen. Eins, aber es wäre noch länger gedauert und ich habe es dann über die Cups in drei Teilen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sind uns in Kapitel 5 hier bei dieser Position wieder wahrscheinlich oder ganz oben, wo wir Odran stand, Kapitel 5, die große Schlacht. Dann, ciao Leute, euer Abi-Boss Game. Bis dann, ciao.